Liebe Gemeinde, willkommen zurück bei Digital 7, den Chroniken von Handrin und dem Glaubensbündnis. In der letzten Aufnahme hatten wir uns in eine kleine Sackgasse reinmanövriert und da dachte ich, es wäre wahrscheinlich sinnvoller, direkt von vorne anzufangen und dabei weniger Fehler zu machen, als zu versuchen, diese Plage zu reparieren. Wir hatten kein Werkzeug mehr und wir kamen nicht mehr in ein Werkzeug. Wir hätten dann noch Ewigkeiten darauf warten müssen, dass wir uns erholen könnten. Ja, bitte nicht. Schneckengeschwindigkeit. Wir haben eine Armee. Wir sollten sie einsetzen. Woran zuerst? Woran zuerst? Auf dieser Seite waren wir ganz mörderisch vorgerückt, wenn unser Gegner uns weggestorben ist. Ich möchte aber den Zugang zu diesem Kloster nicht verlieren. Weil das Kloster des Handwerks viel wert sein dürfte. Hier, das ist dieses hier. Das möchte ich dem Gegner nicht überlassen. Fangen wir hier an. Marschieren dann hier wieder rüber. Gut, wir haben hier Wohnhäuser stehen. Wir wollten... Ah, wir kriegen Werkzeug zuallererst. Ich tue so, als würde ich lernen. Nächster Schritt, Berghütte für Steine. Ja, das passt so. Dann Borsthütte für unsere werten Keulen. So, hier können die Steinwitze reingedrückt werden. Wild und Wild. Dann kommt hier noch eine Forstwirt hin für die ganzen Fische, die wir haben. Und zwar direkt nach hier hin in die Stadt. Dann möchte ich, dass wir noch einen Ultrametzger kriegen. Der hier so positioniert werden soll. Gut, und ein paar Lagerhäuser. Eines hier. Eines dort. Eines hier. Hier sollten wir direkt dann die Produktion von Baumaterialien beginnen. Forstete. Förster, Holzfäller, Sägewerk. So, ihr habt das Gebiet hier eingenommen, verlustlos sogar. Wie habt ihr das denn geschafft? So, er hat immer noch nur eine Armee. Letztes Mal hat er sich Gustav den Gescheiten aus der Nase gezogen und uns damit ganz schön geärgert. Nee, Theobald den Taktiker hat er sich genommen. Huch. Ja, fahr zur Hölle. Die Barbaren haben jedoch eine Schwäche, Alkohol zu bekehren, zum Kloster der Landwirtschaft. Die lassen sich bekehren, okay. Gut zu wissen. Handwerk. Die müssen gemordet werden. Er will direkt zu expandieren. Bringt ihr diesem Land Frieden. Er will, dass die gemordet Sehr werden, okay. Verstehe. Gut, Werkzeug. Wissenschaft, Lage von Marodeure. Da kommen wir nicht dran. Okay, das Schluss der Wissenschaft müssen wir theoretisch besiegen. Aber da kommen wir nicht dran, da ist kein Weg hin. Wir könnten eigentlich aggressiv vorgehen.
Hier ist nichts befestigt. Marschiert voran. Hier kriegen wir Eisen her. Das ist auch viel wert. Vielleicht mehr wert als Gold. Was hat er zum Okkulten gesagt? Er hat eine Bestechung gesagt fürs Okkulte. Wie dem auch sei. Wir müssen gerade daran arbeiten, dass wir jetzt die nächste Prestigestufe erreichen. Ah, haben wir schon. Haupt- und Spezialgebäude. Zuallererst brauchen wir die Kirche. Damit wir forschen können, sobald es geht. Ich würde sagen, die Kirche setzen wir dann hier rein. Warum Straße? Die Kirche passt hier doch. Ah, halt nicht. Ich möchte dieses Gebiet auch gerne haben. Ich glaube, es ist erstmal sinnvoller, wenn wir uns hier durcharbeiten. Wir müssen unser Gold ausgeben. Für Soldaten. Bikiniere ist das günstigste. Na komm, 15 Tacken ausgeben. Die hier sterben jetzt gleich weg. Und dann können wir die hier angreifen, sobald sie sich darum gekümmert haben. Und dann hier, ne, können wir direkt bis hier vorrücken. Das Gebiet ist frei. Dann kriegen wir auch unseren Zugriff auf Gold. Auf Gold und Eisen. Gut, dann gehen wir sofort in den Gegenangriff über, sobald er hier beseitigt ist. Quick Save. Wir haben Bevölkerungsplatzprobleme. Das war zu erwarten. Beginnen wir jetzt schon damit, unsere Ultra-Bäckerei aufzustellen. Aber wie und wo? Ich würde sagen, nach hier hin. Wir ziehen eine Straße, die so um die Taverne geht. Dann können wir hier uns schon mal unseren Ultra-Bäcker hinsetzen. Und dann möchte ich hier schon mal unsere Mühlen aufstellen. Und hier unsere Getreidebauern. Ihr erschließt neues Land, mein Freund? Ja. Großartig. Direkt zum Angriff übergehen, bevor sie sich erholen können. Wir sind stärker als die. Auf der Seite wird er wieder, sammelt er auch wieder Stärke. Aber ich glaube, der wird dann hier ausbluten, während er zum Angriff übergeht. Das Kloster des Handwerks ist aber viel wert, weil das die direkten Technologien beinhaltet, die für die Verteidigung nötig sind. Handwerk und Landwirtschaft sind die wichtigsten Sachen für uns. Wo ist Landwirtschaft? Landwirtschaft ist dieses hier, nicht wahr? Gut, das kriegen wir auch gesichert. Wenn wir uns hier eingraben dürfen. Ich möchte Werkzeug auf Reserve haben. An den ganzen Rest kommen wir dran, denke ich. Was macht er mit so einer Geisterkanone hier? Na gut, wir kriegen gerade unsere Pikinierverstärkung. Wohnhaus wurde errichtet. Gut. Dinge wirken so, als würden sie sich bewegen. Und dieses Gebiet gibt es direkten Zugriff auf Goldmünzen. Das brauchen wir natürlich sofort. Außerdem kriegen wir Zugriff auf die antike Bibliothek. Wofür wir dann der Geschichte voranschreiten müssen. Und diese Gebiete kriegen wir ohne Probleme eingenommen. So, des Weiteren benötigen wir eine Kaserne. Nach hier hin. Unser Baumeister arbeitet so hart er kann. Nicht hart genug für meinen Geschmack, aber er tut es. Dave wird gleich wieder aufverstärken und deswegen möchte ich vorher seine Goldmünzen haben, damit die KI nicht in der Lage ist, sich irgendwie wieder neue Truppen auszuheben. Ich sehe nämlich noch nirgendwo eine Münzstätte oder so. Und ich zweifle an, dass die KI in Siedler 7 so hart cheatet. Und dieses Gebiet ist nicht verteidigt. Da können wir ohne weiteres einmarschieren. Wenn wir uns hier eingraben... Oh, verdammt, jetzt ist es befestigt. Jetzt kommen wir nicht mehr rein. Jetzt ist dieser Zug hier abgefahren.
Ihr habt euer Reich erfolgreich ausgebaut. Dann verstärken wir unser Gebiet hier auch mal. Ihr müsst warten, bis es verstärkt ist. Von der Logistik her möchte ich, dass das ganz oben priorisiert wird. Wir haben letzte Zeit immer Werkzeug genommen. Jetzt würde ich gerade Holz nehmen. Brauchen wir gerade kurzfristig dringender. Wenn wir das nehmen, kriegen wir auch unseren Goldzugriff. Okay, die Kirche steht. Das bedeutet, ab jetzt kommen wir günstiger an Prestige. Ich würde sagen, nutzen wir es am besten für den Geologen direkt. Oder Bauhütten. Wir brauchen alles. Ich will den Geologen zuerst haben. Wir kommen trotzdem an die antike Bibliothek ran. Das ist schon mal gut. Wir brauchen Mönche. Haben wir Bier? Wir haben Bier. Was forschen wir zuerst? Nein, da wollen wir eine Kirche. Egal, ins Handwerksloser kommen die sowieso nicht mehr dran, oder? Nicht so lange was abschneiden, habe ich das Gefühl. Bilden wir erstmal drei von denen aus. Und schauen mal dann, wo wir landen. Nächster Schritt. Wir brauchen Brauereien. Komm, erlaub mir das. Baut mir drei Brauereien dahin. Noch vier Brunnen zwischen. Na, was soll's? Dann kommt der hier hin. Du gehörst von einem Lager aus, würde ich mal schätzen. Wir haben das theoretisch priorisiert. Praktisch gesehen interessiert dieser Spiel dafür nicht. Was ein bisschen bitter ist. Können wir bald einen neuen General? Nein. So. Wir brauchen dann hier ein paar Berghütten. Bin mir unsicher, wie wir das mit diesem Gebiet am besten machen wollen. Aber wir kriegen die schon wieder zwischengedrückt. Jeweils zwei. Zahle erst die Kohle. Natürlich. Ich muss auch immer was dazwischen kommen. Grabt ihr dieses Gebiet mal bitte ein? Bevor ihr hier auf die Idee kommt zu expandieren. Das möchte ich nämlich gerne unterbunden wissen. So, gerade eben kann er noch nicht mal Truppen aussehen. Das heißt, wir sollten die Zeit nutzen, die wir haben. Bringt euren Arsch. Ihr habt Mehlmangel, wir haben Mühlen. Tut das nicht so an.
Ja, ein bisschen krumm und schief, aber im Endeffekt passt das. Und das ist, glaube ich, ja alles, was wir erwarten können. Ich weiß noch nicht, was hier reinkommen soll, aber es wird schon irgendwie passen. Okay, das ist blöd. Das sieht doch passend so. Und das passt. Ist das aus. Aber gut, das passt so. Vermute ich. So. Und dann möchte ich direkt eine Erzschmelze hier stehen haben. Samt Lagaussien. So, damit haben wir schon mehr in Auftrag gegeben, als wir jemals bauen können. Ah, aber die Kaserne wird gebaut. Aus irgendwelchen Gründen wird das vorgezogen, vor allen anderen Aufträgen, die wir erteilt haben. Aber das ist gut, dann können wir Prestige beschaffen. Weil wir echt viele Steine übrig haben. Jetzt stehen die Bäume im Weg. Ich glaub's ja nicht. Jetzt stehen hier die Bäume im Weg. Das lasse ich doch nicht zu. Und wenn es mich 3 Steine kostet, das zu bauen, wir bauen jetzt irgendwo noch was Prestigeartiges hin. So. Ich wäre jetzt eigentlich für die Geologen gewesen. Aber damit haben wir Zeit. Ich denke, Waldrodung ist vielleicht mehr wert und Bauhütten. Haben wir unsere Mönche zwischen? Ja, die können noch nichts... Wieso könnt ihr noch nichts forschen? Weil es noch versperrt ist. Da kommen wir nicht dran. Egal, solange die es nicht können, ist es gut genug. Huch, nein. Solange wir diese beiden Territorien halten, halten wir alle Forschung, die für uns relevant ist. Das hier ist zwar schön und gut, aber nicht so wichtig. Und das hier, wir können ohne leben, wenn es darauf ankommt. Fürs Erste. Aber Landwirtschaft ist wichtig für uns, für diese ganzen Angelegenheiten, besonders für den Fisch. Und das hier ist natürlich selbstredend wichtig für Verteidigungsanlagen. Und von da aus kommen wir noch zu den anderen Gebieten rüber, wenn wir es denn müssen. Okay, wir können jetzt mehr Pikiniere theoretisch ausheben. Okay, Bestechung ist teuer. Die müssen nur gesetzlich besiegt werden. Aber dafür haben wir nicht die Truppen. Eine eurer Befestigungen wurde erfolgreich ausgebaut. Und auch die müssen besiegt werden. Dafür haben wir nicht die Truppen. Die einfacheren, die sind natürlich weit weg. Die können wunderbar bestochen werden. Für fast nichts. Und die können... Wer sind dann die, die wunderbar bekehrt werden können? Befestigungen wurden ausgebaut, das macht mich glücklich. Woran scheitert ihr? Wir haben doch alles hier. Was soll's. So, in der Taverne. Wir können jetzt Theobald den Taktiker ausheben. Ich möchte zuallererst aber, glaube ich, mal Gustav den Gescheiten haben. Für die Truppen, die wir haben. Kostet allerdings den Rest unserer Münzen. Ich glaube, das ist gerade nicht wert. Eure Truppen haben einen Außenposten eingenommen. Ich glaube, die Holzbretter brauchen wir gerade dringlicher als das Werkzeug, oder? Aber Holzbretter kriegen wir, Werkzeug nicht. Wir haben hier noch Holz benutzen können. Eine Berghütte, eine Forsthütte.
Ja. Wieso? So, ich möchte den hier haben und den hier haben. Und ich möchte ein Lagerhaus dazwischen schalten.